Heute möchte ich dich mal einladen zu einem Gedankenspiel. Und zwar ein Gedankenspiel eigentlich über eine Kombination. Wir neigen ja oft dazu, wenn man einen Stoff sieht, sich wirklich ein Projekt daraus vorzustellen. In dem Fall natürlich eine Hose und eine Bluse. Aber man kann ja auch mal ein bisschen ein Farbspiel noch integrieren und zum Beispiel einen Blusenstoff mit einem einfarbigen kombinieren. Und das ist uns gerade mal so durch den Kopf geschossen. Und wir haben gedacht, dazu reden wir heute mal ein bisschen in diesem Video. Also zuallererst, wir haben jetzt hier einen Blusenstoff, einen Viskosetwill, und der ist in einem kühlen Grün, hat aber halt eben dieses Ockergelb mit drin, schwarz und ein bisschen Sand, würde ich mal sagen. Diesen Stoff haben wir im Übrigen auch in anderer Farbzusammenstellung. Also der wird dir im Shop vielleicht auch schon mal in der Farbe Stone und in Schwarz über den Weg gelaufen sein. Das kann gut sein, es gibt ihn wirklich in mehreren Farben. Dazu kombiniert haben wir jetzt hier im Bengalin in Ocre, weil einfach natürlich das Ocre so gut drin vorkommt. Und jetzt siehst du ja schon, dass ich hier so einen schwarzen Stoff noch in der Hand habe. Und zwar ist das ein schwarzer Viskosestoff. Und wir hatten zuallererst überlegt, wenn man jetzt eine Tunika nähen möchte, eine herbstlich angehauchte, wie zum Beispiel die Nilina, dann kann man natürlich einen schwarzen Streifen reinsetzen. Ist aber natürlich schon sehr massiv, ne? Also so war unser ursprünglicher Gedanke. Dann dachten wir so, ist schon massiv. Man kann natürlich aber auch sehr, sehr schön so kleine Details wie den Halsausschnitt absetzen damit. Dann hat man ja wirklich einen sehr, sehr schmalen schwarzen Streifen. Und das Ganze wird sehr untergeordnet. Sieht bestimmt auch sehr, sehr schick aus, weil es einfach so einen Abschluss nach oben hin gibt. Und dann kamen wir aber noch mal auf eine weitere Idee. Und deswegen sage ich hier ein kleines Gedankenspielchen hier heute. Denn man kann ja aus einem Viskosetwill auch eine klassische Hemdbluse nähen. Die ist natürlich nicht so steif und fest wie eine Baumwollbluse oder so ein richtiges Hemd, sondern wäre so ein bisschen weicher in sich. Aber man kann natürlich durchaus mit einer klassischen Manschette und auch mit einer Knopfleiste arbeiten. Und da jetzt mal als Gedankenspiel wirklich nur so eine kleine Knopfleiste in Schwarz. Das habe ich dir natürlich quer gehalten, damit du nicht so viel siehst. Ist vielleicht ein bisschen, steht ein bisschen weiter vor. Aber auch das wäre natürlich möglich, ne? Eine Knopfleiste in Schwarz einzuarbeiten. Oder vielleicht auch nur kleine einzelne Kragenteile. Auch das ist immer so ein schönes Spielchen, was man mal machen kann. Man kann natürlich auch, und das ist jetzt mal ganz gewagt, man könnte natürlich auch einen Mustermix machen, ne? Rundes Muster jetzt mit einem eckigen kombinieren. Auch das sind natürlich alles Möglichkeiten, die gehen. Da haben wir aber jetzt keine Stoffe ausgesucht. Das wird zu weit führen. Aber wäre auch mal eine Variante. Vielleicht ist es was für dich. Vielleicht konnte ich dich so ein bisschen anregen und vielleicht guckst du jetzt einfach mal so, was denn da so möglich ist. Muster mit Uni kombiniert, ist das ein Thema? Sollen wir das vor allem öfter vorstellen? Das kannst du mir jetzt mal schreiben. Denn wir können natürlich auch schauen, dass die Kontrastfarbe nicht unbedingt schwarz ist, sondern dass wir eine andere Farbe mit ins Spiel bringen. Auch das wäre möglich und schreib mir auf jeden Fall mal, was du davon hältst, ob das ein Thema ist und dann gucken wir mal, was wir so in den nächsten Outfit-Inspirationen zeigen können. So, an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt wie immer einen schönen Tag. Bis dahin.